Naja, ich kam von der Schulbank. Ich war also das Nesthäkchen in der ZDF-Hitparade, wenn alle in der Kulisse standen. Da waren 3 Tage Probe. Ja? Nach diesen 3 Tagen konnte ich alle Songs auswendig, weil ich, wie gesagt, ein Teenager war. Und naja, dann stand ich da mehr oder weniger dumm rum, bis eines Tages Juliane Währing auch kam. Und als sie dann kam, war es interessanter, weil dann konnten wir schwatzen und Pommes essen gehen. Ansonsten war die Sendung sehr, sehr aufregend, denn man musste live singen. Ja? Das kommt ja heute kaum mehr vor. Und zwar live mit einem Mikrofon, an dem ein riesenlanges Kabel war, weil man saß in diesem, ich sage mal, naja, es war zirkusartig angeordnet, ja, so rund mit Holzbänken, auf denen saß man von Anfang an, bis man dran war. Da es alphabetisch war, kam ich immer sehr spät dran und musste bis dahin schwitzen. Ich machte mir nicht Sorgen um Make-up oder sowas, weil es interessierte mich zu der Zeit überhaupt nicht, sondern die Spannung wuchs und wuchs und wuchs und meine Aufregung wuchs, weil ich so spät dran war im Alphabet und weil man die ganze Zeit im Publikum sitzen musste. Ich war sehr introvertiert. Ich würde sagen, fast noch ein Kind. Man kann ja heute dank dem Netz alles rückverfolgen, da kann man sich das ansehen. Also es ist sehr kindlich, sehr schüchtern. Ich hatte Interviews mit Thomas Gottschalk, in denen ich nur mit Ja oder Nein geantwortet habe. Und insofern kann man sich auch vorstellen, dass jetzt diese sogenannten, wie Sie gesagt haben, Platzhirsche, wie jetzt vielleicht Chris Roberts oder Roy Black oder Howard Carpendale oder so, die haben mich nicht sonderlich beachtet. Einzig Ricky Shane, der, mein Papa hat mich ja begleitet, weil ich eben 14 war und man durfte ja mit 14 damals nichts ins Fernsehen. Es gab nur 3 Fernsehsender und da wurde ich dann von der Plattenfirma an einem Tag 2 Jahre älter gemacht, was ich großartig fand. Ich durfte aber trotzdem nicht zur Party nach der Sendung und musste ins Bett, weil ich noch zur Schule ging. So. Fuhr mit einem roten Lamborghini auf das Gelände und dann bildeten sich riesige Fantrauben um ihn, aber auch um Chris Roberts oder Howard Carpendale. Und das habe ich dann schon. Also quasi so wie heute Superstars, das habe ich dann schon bewundert, aber irgendwie war ich auch ängstlich und sehr befremdet. Als ich als 14-Jährige zum ersten Mal in diese Sendung kam, hingen bei mir an der Wand Diana Ross, Barry White, Barry Ryan, Aretha Franklin, die ganzen schwarzen Damen des Super Disco Souls. Und so war ich natürlich als Teenager, also als die Generation, die ich eben war, sehr beeinflusst von dieser Musik. Und jetzt kam ich in diese Sendung und hörte diese Schlagermusik, die mir auch gut gefiel, aber ich hatte Glück. Mein Producer hat immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, in Richtung Diana Ross, in Richtung Paul McCartney komponiert. So hieß ja auch der erste Song, Mr. Paul McCartney. Für das Publikum mache ich Musik. Das ist mein eigentlicher und absoluter Gradmesser. Also, wenn man neue Musik gemacht hat und sie dem Publikum präsentiert, merkt man ganz genau, was funktioniert nicht. Und die machen eigentlich den Hit oder die sorgen dafür, dass diese Klassiker von mir jetzt über Jahrzehnte noch populär sind. Sowas kann man nicht erzeugen. Also Musik fängt eigentlich erst an zu leben in dem Moment, wo man sie veröffentlicht hat und wo andere Menschen sie hören. Aber Sie hatten recht, in der ZDF-Hitparade wurden Postkarten geschrieben. Ja? Es dauert ja eher lange, bis sich irgendwie Media Control dann darum bemühte und alle Falschspielerei beendete. Und dann gab es natürlich auch diese Skandale. Ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben, aber ich denke schon, dass man sagte dann, dass Peter Orloffs Oma hunderte von Karten für Peter Orloff geschrieben hat. Ist natürlich eine wunderbare Geschichte. Und auch anderen Stars und Sternchen warf man vor, ihre Fanclubs zum Einsatz
gebracht zu haben. Nur ich hatte noch keine, weil ich einfach zu neu war. Aber ich muss auch sagen, dass man sagt, ich sei ein Kind dieser ZDF-Hitparade. Es stimmt auch insofern, dass ich habe jeden Titel dort vorgestellt, aber mit der Platzierung war es oft sehr heikel. Und wenn man jetzt annimmt, dass zum Beispiel Hits wie Ich bin wie du, Lieder der Nacht, Marleen, er gehört zu mir, dass die platziert waren dort sofort, dann irrt man sich, weil die hatten Intros, die sehr so amerikanisch inspiriert waren. Und das Publikum kam dann, was das Klatschen anbelangte, einfach aus dem Takt. Sie haben es ja schon gesagt, die Musik war, also ich habe irgendwie den Disco in den deutschen Schlager hineingebracht. Und es war damals was Neues und was Fortschrittliches. Aber ist vielleicht das Geheimnis, warum diese Songs so viele Jahrzehnte dann immer noch populär sind? Einen Moment gab es für mich in dem Moment, als ich als beste Nachwuchssängerin bei der Europawelle sah, die Goldene Europa übergeben bekam. Da waren nämlich dann in einem großen Saal zum ersten Mal 3000 Leute drin. Im Fernsehstudio in der Hitparade, wo ich bisher aufgetreten war, waren 500 Leute drin. Und nein, ich begriff nicht die Millionen auf der anderen Seite. Ich merkte halt nur im Alltag, im Leben und auf dem Schulhof, wenn man dort auftrat, war man in der gesamten Republik am nächsten Tag bekannt. Und ja, und diese 3000 Leute bei der Verleihung der Goldenen Europa, die haben mir dann Furcht eingejagt. Das war auch live und mit Orchester. Und Dieter Thomas Heck hat moderiert und ich bekam den Einsatz nicht. Und ich begann zu weinen, weil ich den Einsatz nicht bekommen habe. Und dann kam er raus und tröstete mich. Das Orchester hörte auf zu spielen. Und er fragte auch, warum weinst du denn? Und dann habe ich gesagt, naja, ich habe den Einsatz nicht und so. Und dann hat er gesagt, seinen typischen Satz, das ist live, meine Damen und Herren. Und dann spielte das Orchester erneut und ich setzte ein und bekam einen Riesenapplaus, wahrscheinlich auch ja, für die Tränen und dafür, dass ich so jung und so unerfahren war. Also für mich ist das ein großes Kompliment. Man kann ja eine solche Verehrung jetzt in der schwulen Szene, die kann man nicht inszenieren. Da kann man sich, also da wird man auserkoren oder auserwählt und das ist für mich ein Ritterschlag, denn in dieser Szene sind sehr viele Sängerinnen sehr angesagt und sehr beliebt, die ich selbst sehr verehre und schätze. Freue mich, die Kollegen wiederzusehen. Auch jetzt im Erwachsenenalter, obwohl viele habe ich auch zwischendurch ja dann getroffen und kennengelernt, als ich älter war. Und ja, ich freue mich auf den Abend. Ich freue mich darüber, dass so ein großartiger Entertainer in Deutschland wie Thomas Gottschalk diesen Abend moderiert. Das finde ich schön. Und that's it.